So, ich habe diesmal schon beide Flammenwächter beschworen. Wir können jetzt voll mit reingehen. Ich frage mich, kommt man denn hier auch hoch? Wo ist denn... War das ein Pfeil oder was? Wie hat er das denn gemacht? Oh, hingefallen. Das ist ja ein bisschen übertrieben. Zack. Oh. Kann Mjoll die nicht alle aufhalten? Das war ja auch ein bisschen doof. Dann habe ich doch aber auch zwei Flammenwächter, die das machen könnten. Bam, auch erwischt. Sind die schon unterwegs unten? Jo, da sind sie. Hep. Oh. Das habe ich natürlich auch jedem verraten, mit meinem tollen Effekt hier, wo ich bin. Ja, doch nicht. Da ist jemand. Jo, der könnte das gerade geschafft haben. Hingefallen. Aber wahrscheinlich sind die... Ich weiß gar nicht, ob es spezielle Waffen gibt, die gegen Vampire effektiv sind. Ich weiß, dass es die Silberwaffen für Werwölfe gibt, aber ich weiß nicht, ob das auch für Vampire... Vielleicht zählt es auch für die. Die Vampire sind jetzt eigentlich nicht dafür bekannt, gegen Silberschwach zu sein. Aber gut, so geht's ja anscheinend, wenn die einzig kommt und die halten so viel aus, ne? Oh jo, da kommt einer mit einem Bogen. Kann der mal sterben? Regeneriert er auch? Ist der andere schon tot? Stimmt, deswegen stand er nicht. Ist nicht groß genug, weil der mal wieder leer ist. Aber wir haben bestimmt noch genug winzige. Hier muss ich drücken. Keine Ahnung, wie viele wir davon noch haben, ey, aber anscheinend noch genug. So. Der als Bogenschütze hält jetzt auch nicht so viel aus, wie es scheint. Genau, da ist die Meldung wieder. Irgendwo muss ja noch dieser Troll sein, ne? Kann ja mal so machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Mottenpriester sich hier beschützen lässt. Oder was? So, gehen die unten jetzt rein oder was machen die denn? Nee, die warten nur ab. Okay. Und die haben Kampfhunde, das ist ja auch doof. Warum haben die Geld dabei? Warum haben Hunde Geld? Okay, aber wir sind unentdeckt. Stahlbolz nehme ich mal mit. Oh, fügt Vampiren zusätzlichen Schaden zu. Da haben wir es. Armbrust, ja. Ich würde ja gerne richtige Armbrüste herstellen können. Aus Drachenzeug am besten, die dann auch richtig krass sind. Ich weiß ja nicht, ob die denn besser sind als der Bogen. Wäre natürlich cool. Tja, aber bisher sind ja die Dämmerwacht die einzigen, die Armbrüste haben können. Oder haben. Da weiß ich ja nicht, ob das jetzt schon erledigt ist, weil wir ein Vampir sind und die denn uns gar nichts sagen. So, Gift drauf und das sieht... Ist das der Troll? Ja. Oh. So, sie stellt sich natürlich in den Weg. Genau in den Lauf. Hä, wo geht denn der hin? Geht der außen rum? Das ist Mjoll? Okay, der war gerade sehr laut. Ist der jetzt hochgegangen? Wann? Was ist denn das für einer? Ja, und jetzt macht er sich schon wieder voll, ne? Keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe ihn auch verloren.
das ist er, ne? Jo, erwischt. Und er hat mich nie mal gesehen. Jetzt rennt sie wieder in den Pfeil rein. Jawoll. Na, gegen die möchte ich auch nicht Einzelkampf machen. Ja, den nehme ich nochmal mit. Tja, und jetzt. Was ist mit den. Warum wird denn hier nichts angezeigt? Prophet, nimm den Mottenpriester gefangen. Ja, aber wo soll denn der sein? Aber das hieß doch vorher, ich soll hier rein. Oder ist der so geheim, dass der nicht mal angezeigt wird? Ach so, der ist bestimmt doch, der ist bestimmt da oben diese drin. Diese Vampire, ne? Haben ihre Haut wirklich teuer verkauft. Glaubt ihr, er steht unter ihrem Bann? Keine Ahnung. Schon möglich. Das werden wir erst wissen, wenn wir ihn dort herausgeholt haben. Okay, das ist doch. Dämmerwacht, Leute, ne? Panik. Keine Ahnung, was das für einer ist. Das ist na klar, wenn die schon über Vampire reden, sind es ja selber keine. Da, da ist es, Dämmerwacht. Ach. So. Ja, ja. Okay. Also Warnik kann anscheinend nicht so viel, wie es den Anschein macht. Oh. Die. Oh, 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 oh. Geh doch! Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die mich jetzt wegklappt mit einmal. So, Dämmerwacht. Ist der. Die hat ihn gerade weggekloppt. Als ob. Nee, hat sie doch nicht. Ich dachte, der ist gestorben. So, wir. Jo. Ich glaube, Warnik ist oben schon gestorben. Kann das sein? Warte mal. Wir sind verloren. Mist. Wollte ich das extra so machen, dass ich noch. Einen Levelpunkt krieg. Aber jetzt war es gar nicht. Weil es mal wieder nicht mit dem Biss geklappt hat. Also es geht wahrscheinlich doch besser einfach mit dem Zauber. So. Warte mal, hier ist noch. Ne, ist keine Kiste. Hallo? Können wir mit dem sprechen? Wie sollen wir das denn deaktivieren? Sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Achso, aha, hier liegt einer. Ich glaube, da irren sie sich. Es Balkus. Ist ist das ein Ork? Beisteinfokus, okay. Störung, okay. Naja, das brauchen wir nicht. Hat ich. Und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Müssen wir das jetzt hier irgendwo reinstecken, oder was? Leiche. Können wir das irgendwo reinstecken? Nee, ne? Aber ich mache jetzt mal Licht an, was soll denn das? Ah, da ja. Zufällig auch eine. Nee, ist keine Wand da. Hätte sein können. So. Oh, warte mal. Aber mein Meister ist tot. Seine Feinde. Wusste ich doch. Was? Du Scheiße, den gebannten. Aber ein Glück greift er mit Feuer an. Ich hatte eigentlich die. Oder ist er schon gestunt? Ich hätte mal so ein bisschen. Gibt er denn aber irgendwann auf? Ne, ich mache jetzt hier keine Faxen, ne? Ich bin ja ein bisschen gegen schwach gegen Feuer als Vampir. Ah ja, wende deine Vampirverführung auf den Mottenpriester an. Aha. Oh.
Können wir den denn wieder zum Leben erwecken? Ist das so? Fledermäuse. Nee, warte mal. Ich kann Tote wegmachen. Ich habe keine Vampirverführung. Wende deine Vampirverführung auf den Mattenpriester an. Nachdem die rivalisierende Vampirfraktion den Mattenpriester entführt und unter ihren Bann gebracht hat, kämpfte ich gegen den Priester und zwang ihn, sich mir unterzuordnen. Nun ist die Zeit gekommen, den Mattenpriester mit meiner neu entdeckten Kräften in meinen Bann zu bringen. Verkacke ich das jetzt komplett, wenn ich den gleich... Ich erwecke den einfach mal wieder. Wenn ich den wieder erwecke... Warte mal. Okay, so habe ich es nicht. Bin ich denn gerade in dieses Menü reingekommen? Ach, warum kann ich es jetzt nicht mehr? Ich... Links, rechts geht gar nicht. Nach unten geht auch nicht. Da gibt es auch nur Vampirsicht und sowas. Ne, da gibt es nur Fledermäuse. Wenn ich jetzt in diesen Magiemodus gehe, dann müsste das doch eigentlich gehen. Hier, Tod erwecken, ja. Links. Ich habe keine Ich habe keine Vampirverführung. Jetzt hätte ich gleich mal gucken können, was ich dafür hätte tun müssen, um das zu haben. Und ich kann reden. Was, ja? Aber er ist doch tot. Okay, warte mal. Ich werde das einmal neu laden. Ich glaube nicht, dass der tot sein soll. Ich bin mir nicht ganz sicher hier. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Da kommt er raus. Besiege den Mottenpriester. Okay, wir werden ihn mal nicht ganz töten. Ist das schon alles? So. Wir haben ja auch aber den Blitzbogen. Da müsste ihm ja Mana abgezogen werden. Das ist ja kein Problem. So. Vielleicht gibt er ja auch einfach irgendwann auf. Gib mal auf. Ja. Vor euch habe ich keine Angst. Vor euch habe ich keine Angst. Okay, er ist nicht tot. Oder muss ich das als so einer machen? Ich kapier's noch nicht ganz. Also ich muss bisher sagen, fuckt mich das DLC ein bisschen an. Das war falsch. Guck jetzt hier mal, ob's... Es gibt doch aber einen Punkt, der heißt Vampirverführung, ne? Nee. Aber wie mache ich denn das? Tod erwecken, Vampirsicht. So nicht... Oh, ist das vielleicht ein normales... Jedes Mal. Jedes Mal. Ist es ein normaler Skill, den ich einfach so kann? Weil ich jetzt ein Vampir bin? Ich glaube schon. Wenn ich jetzt hier gehe, auf die Magie und dann die Kräfte, da müsste es jetzt... Plus ein Bats Effect, 2 Sekunden. Kann ich das auch hier machen? Bringt das überhaupt was, wenn ich das so mache? Vielleicht nicht. Vampir-Sicht. Kann ich das auch ganz normal machen? Aha. Ah, cool. Okay, das ist... schon ein bisschen besser, wenn ich das nicht in dieser... Belebt einen sehr mächtigen Tod wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Vampirverführung. Kreaturen und Personen bis Stufe 10 kämpfen 30 Sekunden lang nicht. Das ist jetzt heißt nicht gemacht. So. Jetzt machen wir das auf den. Ah,
Ah, nähere dich dem Mottenpriester, um ihn zu deinem Diener zu machen. Okay. Reden. Nähern? Ach, hier kann ich nähren machen. Oh. Oh, müssen wir das mal mit Banditen machen? Reden. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Was? Vor euch habe ich keine Angst. Was sollen wir machen mit dem? Soll ich mich von dem nähern? Nähen? Doch, nähere dich, um ihn zu deinem Diener... Ah, okay. Nähren. Deine Vampirkräfte werden schwächer, wenn du trinkst. Okay. Bitte dem Priester zur Burg zu gehen. Okay. Reden. Bei den Göttlichen. Als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Ich muss euch gehorchen. Was soll ich für euch tun, Meister? Ich beauftrage euch, zu Burg Volkiha zu reisen. Natürlich. Ja. Wo kann ich diese Burg finden? Irgendwo im Norden. Nordküste von Himmelsrand, genau westlich von Einsamkeit. Genau. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. War jetzt auch ziemlich spezifisch, ne? Berichte Hakon von deinem Erfolg. Genau, wir sind wahrscheinlich auch noch vor dem da. So. Weil der weiß ja nicht, wo es ist. So, einmal die Truhe angucken. Der Wasserart. Oh. Kann unter Wasser schwimmen? Ohne zu... Ist es eine Verzauberung? Das weiß ich ja nicht. Ich aber mal versuchen, ob ich das entzaubern kann. Das ist ja schon gar nicht so unnützlich. So, au. Oh, ich glaube... Oh, da geht's doch weiter hoch. So, Moment mal, das kann ich erstmal speichern. Okay. Hier sind auch nur irgendwelche Särge. Geht's hier irgendwo hin? Wie? Ich bin hier durch, ne? Ja. Ja, der einzige Weg ist da raus. Okay, dann sagen wir jetzt bei Fürst Hakon Bescheid. So, wir sind wieder hier. Und da ist sie. Und da ist er. Hakon, wir haben es geschafft. Wir... Nee, ich dachte, er ist jetzt schon da. Ja, wir haben es. Braucht ihr etwas? Hallo. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Was? Serana hat gar nichts gemacht. Ja. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht so schwierig. Nö, die Dämmerwacht hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Die Dämmerwacht war dort. Sie hat gut gekämpft, aber nicht gut genug. Ja, die sind schon gut. Sie sind willensstark und gut bewaffnet, aber verblendet, wenn sie denken, sie könnten uns besiegen. Wir werden uns zur rechten Zeit um sie kümmern. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Okay, ist eine Prophezeiung da drin? Ja, das ist ja dann schon mal... Okay, hier, der steht hier einfach so rum. Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Ja, okay. Natürlich. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah. Richtig, die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Der hat bestimmt sowieso Lust. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen.
eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Aber ich dachte, die sind so übertrieben selten und schwer zu kriegen. Ich war überrascht, dass er beim letzten Treffen mit Hallo. So weit kann er hören. Das war nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Welches Treffen? Darüber bin ich nicht. Ja, Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Tremer-Ruine verschollen. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Cool, okay. Dwemer müssen wir sowieso haben für die Zahnräder. Dem Echo nach. Okay, wohin geht's? Mit Siran. Okay. Hallo. Okay, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Wir unterhalten uns dann mit ihr in der nächsten Folge und gucken mal dann, wo wir hin sollen. Also dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.